nicht nett, irgendwie Licht ins Gesicht zu bekommen. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens. Ein weiteres Mal stehen wir sehr zeitig auf, um der Hitze des Tages zu entkommen. Wie ihr merkt, es fällt uns sehr leicht. Wir sind total gewohnt daran. Quasi gar nicht. Deswegen sind wir super fit. Morgen. 5 Uhr morgens. Es gibt schon mal Datteln. Stunde gebraucht, um Zelt abzubauen. Ja, dreiviertel. Dreiviertel. Nicht übertreiben. Kurze Landschaftsaufnahme gemacht. Wir schauen den Krähen dazu, dabei zu, wie sie von da ausschwärmen in alle Himmelsrichtungen. Die Mücken pieksen schon. Und eigentlich ist es schon ganz schön warm dafür, dass es so kalt ist. Man sieht, wir haben Pullover, ganz schön warm. Auf geht's! Zeitig am Morgen, kurz vor 6, immer Richtung Iran. Eine Stunde Frühstückspause, weiter geht's. Wenn auch schwer. Kurz nach 7 wieder auf der Straße. Fast. Jetzt nur 70 fahren, Achtung, und nicht überholen. Heute haben wir eine Straße für uns. 4,5 Kilometer lang. Jawohl, Baustellen leben hoch. Nicht wieder runter! Wir müssen doch noch auf 2,2 hoch und wir sind jetzt auf 1,7. Ja, ja, das haben die Hügel so an sich. Wenn man runterrollt, müssen wir auch wieder hoch. Wir arm. Unglaublich, dass die Natur so glatte, gerade Kanten geschaffen hat, um Straßen durchbauen zu können. Inzwischen ist es 9:30 Uhr. Wir haben schon wieder 38 Grad oder so und wir kämpfen uns einen Berg hoch, der wahrscheinlich ja auch noch weitere 300 Höhenmeter ansteigen wird. Mal sehen, wie es Richtung Mittag wird. Nach 10, 40 Grad, etwa auch 40 Kilometer, weiter bergauf, Gegenwind frischt auch ein wenig auf, ja, so kann es auch weitergehen. Freundlich gegrüßt werden wir. Mit absoluter Präzision und sehr viel
Sicherheitsbewusstsein beladenen LKWs. Gepanzerte Gendarmerie-Fahrzeuge kommen uns entgegen. Es wirkt immer mehr nach Grenze. 2210 Meter Höhe. Und das Beste, die letzten 80 Höhenmeter hat uns ein LKW mitgenommen. Ein kleiner LKW, ein sehr netter Fahrer. Mehrfach aufgefordert und ist auch sehr weit in der Mitte gefahren, sodass wir rechts gut Platz hatten. Ja, also ein sehr sicheres Vergnügen. 80 Meter klingt nicht viel. Hallo, bestimmt 20 Minuten gespart. Ja. Auf zum zweiten Frühstück. Ja, Abfahrt! Mit Gegenwind. Machen wir trotzdem. Seltsame kleine, wieder hingerotzte Dörfer mit ja, allesamt Wellblechdächern säumen den Rand. Auffällig gut beladene LKWs. Ja, der hier nicht so. Da könnte mal einer rausfallen. Der hat gepfiffen und gewunken. Das wollten wir jetzt aber nicht filmen, man weiß ja nie. Vielleicht wird dann aus Pfeifen und Winken ein Pfeifen und Winken im Sinne von bleiben Sie mal stehen, kommen Sie her. Was haben Sie denn da gefilmt? Da unten steht eine Kuh. Anhalten an der Tanke, um Wasser zu holen. Und zack. Gibt's einen Chai dazu. So viel zum Thema, ein ganz normaler Tag in der Türkei. Ihr könnt ja mal raten, wo ich hier sitze. Im Laderaum eines kleinen Transporters, der uns gerade an der Tankstelle aufgegabelt hat und jetzt ja, 50 Kilometer weit mitnimmt. Was uns ganz gut in den Kram passt, weil ja da tendenziell unsere Pässe auf uns warten und wir vielleicht einen Tag eher weiter können Richtung Iran. Das Blöde ist, dass es hier relativ unbequem ist. Lena sitzt schön vorn bei den zwei Weibern auf dem Rad und ich sitze auf dem Radkasten. Super. Positiv daran ist, dass ich die schöne Landschaft, die ich verpasse, gar nicht sehe.
der Vielzahl von Beschleunigungen und Negativbeschleunigungsvorgängen anhand der gestiegenen Zahl der Schlaglöcher. Kühler wird es hier drin nicht. Ich habe auch gerade mal an einem physikalischen Beispiel durchgerechnet, was bei einem Auffahrunfall passieren würde. Ich würde hier so vom Radkasten wegrutschen und dann mit dem Kopf voll gegen diese Holzplanke hinknallen. Da ich das jetzt aber weiß, weißt du das zu verhindern. Ich würde mich hier gleich unten hinsetzen. Jetzt hilft die gesamte Familie, unser Gepäck in ein Haus zu tragen. Das ist doch toll. Da stehen wir nun. In einer wildfremden Wohnung von irgendeiner türkischen Familie, also von dem Sohn der türkischen Familie, die uns einfach mal so eben im Laster mitgenommen haben. Im kleinen Laster. Ja, und Stefan hat so einen Rückenschaden, weil er Bremshuckel aushalten musste. Auf einem Stahlblech. Und wir sind nur haarscharf der Polizeikontrolle entgangen. Ist das so? Ja. Die Polizeikontrolle war am Rand. Und alle drei. Police. So. Und er hat den Gurt, der war angeschnallt. Also der Gurt war an sich angeschnallt, aber hinter ihm. Dann hat die Tochter ihm den Gurt noch schnell übergelegt. Dann haben sie mir noch versucht zu erklären, dass kurze Hosen, das ist kein Problem, aber habe ich mein Passport dabei. Und ich nur so, ja, da hinten. Ich hatte aber noch die Hand von der Mama, die hat mich halt, das ist ja das Problem, ne? So wie die Männer untereinander keine Berührungsängste haben und die Frauen das auch nicht. Mhm. Ich habe am Anfang halb bei ihr auf dem Schoß und sie ihre Hände auf meinem Bein und dit und da und nichts von Berührungsängsten, gar nicht. Die Mutter ist eh lustig. Die ist super cool. Ja, und dann sind wir auf diese Polizeikuh und ich irgendwie so, habe das erst falsch verstanden, weil ich erst dachte, dass sie meinen, dass das ein Problem ist. Naja, und dann ist er aber ganz langsam gefahren. Und wir alle nur so dran vorbei. Und dann hat Stefan, du bist ja, Dennis. How did you find my mother, my father? What? Oh. Oh. I just was interviewing her, what it was like. Yeah. Is my smoke? I'm smoking? Yes, I smoke. So viel zu einem normalen Tag in der Osttürkei. Um 4 Uhr aufgestanden, mitten in der Nacht losgefahren. Und es hört auf mit einem leckeren Gefühl. Mit einem jetzt guten Freund. Guten Appetit. Ich krieg Backgammon aufgefrischt und Stefan kriegt Backgammon beigebracht. Na, no. Mit Tee und Kippe. Say hello. Hi. For example, I take 4. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 4. 4 or 1. Yes. 4 is, I think, better. Yeah? Yes, good. So, like this? Yes. And then, so? In yes, yes, you can do it. Okay. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. Und so geht ein ganz normaler Tag in der Küche eines Wildfremden zu Ende.